Legend of Zelda, The Wind Waker HD. Ja, und hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Let's Play. Nicht klein, sondern neu, großes. Ich konnte es nicht sein lassen. Ich hatte es ja von Engelchen am 19. zu unserem Jahrestag geschenkt bekommen. Und ich muss es jetzt einfach spielen. Und deswegen werde ich das jetzt in der Spyro-Zeit bringen, weil mit Spyro habe ich nämlich ein paar Probleme und das kann sich noch länger verschieben und ich will dieses Problem erstmal richtig beheben, bevor es losgeht. Und deswegen werde ich diese Wind Waker da erstmal reinsetzen und wenn Skyward Sword dann vorbei ist, wird Spyro hoffentlich dann auch weiterlaufen. Und ja, dann würde ich eigentlich sagen, starten wir mal rein in das Abenteuer. Ja, ich spiele mit dem Wii U Gamepad. Wie gesagt, das ist für mich das erste Mal, dass ich Wind Waker spiele. Und ich hoffe, ich krieg's hin. Oh, nee. Oder? Ah, komm, nein. Wir bleiben im normalen Modus. Ich kenn's ja noch nicht. Ich weiß ja nicht, was mich erwartet. Dies ist eine der vielen Sagen und Legenden, die sich die Menschen überliefern. Es war einmal vor langer Zeit in einem weit entfernten Königreich, vor dem man sagt, wie Kräfte der Götter würden in ihm ruhen. Dieses Land war gesegnet mit der Frische, lebendigen Grüns und idyllischer Natur. Aber das Böse hatte seine Augen darauf gerichtet und raubte die Kräfte der Götter. Durch diese dunklen Mächte wurde das Königreich in die Finsternis gestürzt. Doch als es aussah, als wäre das Ende gekommen, tauchte plötzlich ein Jüngling gewandet im Grün der Wiesen aus dem Nichts auf. Der Jüngling schwang sein heiliges Schwert und bannte damit das Böse. Das Licht der Hoffnung erleuchtete das Königreich wieder. Das Volk nannte den Jüngling, der die Grenzen der Zeit überwunden hatte, den Helden der Zeit und überlieferte seine Geschichte. Generationen vergingen und seine Abenteuer warfen sich mit der Zeit den Mantel der Legende über. Doch dann wurde das Königreich erneut in den Sog der Tragödie gezogen. Hoppla, Tisch berührt. Das Böse, das der Jüngling vermeintlich gebannt zu haben schien, kroch einmal mehr aus den Eingeweiden der Erde hervor. Das Volk des Königreiches glaubte fest daran, dass der Held der Zeit zurückkommen würde. Doch kehrte er nie wieder, nicht wieder. Hoppla. Nie. Idiot. Hilflos standen die Menschen dem Bösen gegenüber, ihnen blieben nur ihre Gebete. Schließlich blieb ihnen kein anderer Ausweg, als ihr Schicksal in die Hände der Götter zu legen. Was danach aus dem Königreich wurde, davon weiß heute niemand mehr zu berichten. Ja, das war der Held aus Ocarina of Time. Die Erinnerungen an das Königreich mögen verblassen, aber die Legende wird vom Wind getragen und ist noch nicht vergessen. Es gibt eine Insel, auf der es der Brauch ist, einem Jungen ein grünes Gewand zu überreichen, so er ein bestimmtes Alter erreicht. Der Wind, der über das Grün der Wiesen streicht, erfüllt sein Herz und wie ein Wirbel schwingt er sein Schwert gegen das Dunkel. Der Wunsch, dass er so wie der Held aus der Legende voller Mut und Tatendrang, liegt wohl diesem Brauch zugrunde. Ach ja, das ist ja die Failure-Line von den ganzen The Legend of Zelda. Da kann ich mal gleich zu noch mehr sagen. Präludien!
Back. Also ich habe jetzt gerade keinen Sound. Back. Was so vom Spiel ist. Weil ich sehe auch gerade nichts da. Back. Da bist du ja. Ich könnte mir auch von hier oben aus den ganzen Tag lang das Meer anschauen. Du, Black, weißt du eigentlich, was heute für ein Tag ist? Oh, ich glaube, ich weiß, woran es vielleicht liegen könnte. Einen kurzen Moment. Muss man eben aufstehen. Ah, Fehler gefunden. Kopfhörer am Tablet unnötig. Ich hoffe, das hört man im Hintergrund nicht. Den mache ich aus, gut. Also, was heute für ein Tag ist. Ja, heute ist, du bist noch ein bisschen verschlafen, habe ich recht? Hast du es etwa vergessen? Heute ist dein Geburtstag. Ach nö. Darum wartet Oma auch schon ganz ungeduldig darauf, dass du endlich nach Hause kommst. Gut, dass ich dich gesucht habe. Black, geh schnell nach Hause und lass Oma nicht so lange warten. Oh, sieht der Toon Link geil aus. Ja, man. Ja, und es gibt insgesamt 3 Lines, die über The Legend of Zelda, sagen wir mal, bekannt sind. Und zwar, es fängt ja erst an mit, also alles fängt an wirklich mit Skyward Sword, dann kommen so ein paar ältere Spiele. Jetzt will ich hier durchgehend rennen. Und irgendwann kommt in der ersten Linie, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Und dann wird diese Linie in 3 Linien abgespalten, in die Failure Line. Das wäre jetzt hier, wo wir jetzt wären. In der Failure Line geht es dann weiter mit Wind Waker HD, wo er es geschafft hat, aber dann das Böse wieder ausgebrochen ist. Danach kommt Phantom Hourglass und Spirit Tracks. Dann haben wir die erfolgreiche Linie, wo er dann aber erwachsen bleibt. Aha. Komm, so. Daran, jawohl. Nehmen wir die mal mit. Okay, wir haben sogar einen gelben, der 10 gibt. Neu. Ob ich wohl auch mal so toll wie du springen kann, Black? So. Und dann gibt es ja, wie gesagt, noch die Siegeslinie, wo er dann wieder zum Kind wird. Da geht es dann weiter mit Majora's Mask und so. Ja, und jetzt begeben wir uns wieder in ein neues Abenteuer mit Toon Link! Nein, ich rede jetzt nicht mit dir. Ich muss nach Hause zu Oma. Oma, 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 ich komme. Ey, ob, doch. Ich check mal kurz was. Okay, da kann ich leider nichts machen. Gut, hier ist niemand. Sag mir jetzt, du kannst mir jetzt nicht sagen, dass die Oma da hochgeklettert ist. LOL! Oma, bist du agil und sportlich. Hast wohl noch einen guten Rücken, ne? Black, ich habe auf dich gewartet. Ah, mir juckt mein Ohr. Black, probier doch mal das hier an. Oh, das grüne Gewand! Wie schnell doch die Zeit vergeht, kaum zu glauben, dass du schon in den Alter bist, um dieses Gewand zu tragen. Geil, du hast das Heldengewand erhalten. Sieht sehr warm und gemütlich aus.
Jetzt schau doch nicht so, schlüpf rein! Weil es ja daran nur dasselbe Alter erreicht wie damals der Held aus der alten Legende. Es ist doch nur für einen Tag, also seid tapfer. Früher wurden die Jungen ab diesem Tag als reif betrachtet und in der Kunst des Schwertkampfes unterwiesen, um sich auf den Kampf gegen das Böse vorzubereiten. Aber diese Zeiten sind vorbei. Und überhaupt der Einzige, der sich auf dieser Insel noch mit der Kunst des Schwertkampfes beschäftigt, ist der alte Vater... Vater Orca! Hey, Vater! Der Schild, den du hier als Wandschmuck siehst, ist noch ein Überbleibsel aus jenen alten Zeiten. Steht auf die Ange... Hat der sich jetzt vor der Oma ausgezogen? Verstehst du? Ja. Black, freu dich doch, das Gewand steht dir wirklich ganz ausgezeichnet. Gut, heute Abend kommen alle Nachbarn, um deinen Geburtstag zu feiern. Ich hab ja noch so viel in den ganzen... So viel mit den ganzen Vorbereitungen für die Feier zu tun. Ich koche nämlich heute deine Lieblingssuppe für euch. Ich hoffe, du freust dich. Ach, das wird bestimmt eine ganz wundervolle Feier. Ey. Wieso Suppe? Gut, bitte geh und hol deine Schwester Ariel, ja? Errol, ja. Ja. Oh, wir haben schon das Gewand, das Gewand. So, okay, los geht's. Ha! Aua! Wo könnte die denn sein? Wo könnte die nur stecken? Ich weiß es nicht. Ich werde sie jetzt finden. Schwein! Okay. So, wir sammeln schon mal. Weil aus Twilight Princess weiß ich nämlich, dass man manchmal sogar schon am Anfang ein Item kaufen kann. Hallo Black, gratuliere! Da steht dir wirklich ausgezeichnet! Deine kleine Schwester hat dich vorhin gesucht. Da fällt mir ein, als mich deine Schwester neulich gesehen hat, sagt sie, sie wolle auch schnell groß werden, wie ich und wie ich Krüge tragen zu können. Sie meinte, damit könnte sie ihrer Großmutter zur Hand gehen. Wenn du sie triffst, dann sag ihr doch bitte Folgendes. Wenn sie vor einem Krug steht, kann sie ihn durch Drücken von A aufheben, hochheben und tragen. Will sie ihn wieder abschalten, muss sie einfach nur ZR drücken. Ja, aber wo ist jetzt meine kleine Schwester? Ist sie immer noch da oben? LOL! Also ich bin schon fasziniert von der Grafik hier. Was willst du? Zieh dir mal die Nase hoch oder geh sie dir putzen, Digga! Ist dir nicht schrecklich heiß in diesen Sachen? Digga, putz dir mal die Nase! Oh, Black! Alles Gute, Junge! Ich freue mich schon auf heute Abend! Kommst du, dass du schon so alt bist, da merkt man erst, wie schnell doch die Zeit vergeht. Das ist wie mit meinem reinen Rasen, weißt du? Ich könnte schwören, ich hätte ihn erst gestern gemäht, doch heute ist das Gras schon wieder kniehoch. Black, möchtest du nicht auch mal eine Runde Gras mähen? Man findet oft erstaunliche Sachen im Gras, das macht richtig Spaß. Aber ohne passendes Werkzeug ist leider nicht gut mähen. Richtig schade für dich, dir entgeht da so einiges. Tja, dann gib mir doch einfach dein Werkzeug. Steht denn hier Ausguck Feenwald. Ausguck. Gucken, ob sie da noch ist. Och Mann. Aber das ist so geil. Gut, davon lebt ja auch Wind Waker HD von dem Meer und so. Oh, da hinten sehe ich eine Insel, da hinten sehe ich schon eine Insel. Feenwald. Geht's da hoch? Da ist sie ja noch. Oh, Black. Hat das Oma für dich gemacht? Naja, aber ich weiß nicht. Ist dir darin nicht heiß? Aber es steht dir hervorragend. Black. Streck doch mal deine Hand aus. Das ist mein größter Schatz und den leihe ich dir für den ganzen Tag. Alles Gute zum Geburtstag, Black. Du hast das Fernrohr geliehen bekommen. Es ist der größte Schatz deiner kleinen Schwester. Lege es im Item-Menü auf XYR und riskiere einen Blick. Du kannst das Item auch je nach Bedarf auf den Gameboy berühren und verschieben. Ja, geil. Na und? Na und? Freust du dich? Ich leihe es dir gerne. Schließlich ist mein großer Bruder und daher was ganz Besonderes. Schau dir doch mal unser Haus von hier aus an. Du wirst Augen machen.
So, ich lege mir das auf Y. Oh, lol. Mleck, kannst du den roten Fond sehen? Ja, sehe ich. Na nun, der Postbote verhält sich aber irgendwie komisch. Ah, Mleck, sieh doch mal nach oben. LOL! Ich weiß, wer das ist! Er hat dich erwischt. Ich weiß, wer das ist. Oben im Feenwald ist sie gelandet. Oh nein, das ist ja furchtbar. Sie ist in den Wald gestürzt. Wir müssen ihr helfen. Aber es ist, du bist aber so völlig unausgerüstet. Ist es viel zu gefährlich für dich zu gehen. Ach. Kannst du mal. Okay, das hält er aus. Mir kackegal. Los, 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 los. Überqueren verboten. Wegen Ausbesserung ist der Passieren der Brücke im Wald untersagt. Na super. Und wer erlaubt es? Ah, wir müssen Vater finden. Also, ja, ja, es ist unwichtig. Unwichtig. Ich brauch. Wo ist Vater? Ich brauche mal eben den Vater. Vater, 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 Vater. Vater! Ich habe ein Wildschwein entdeckt. Kannst du es fassen? Ein Wildschwein! Siehst du es? Das Schwarze, das meine ich. Wo ist es denn hin? Meine Frau ist nämlich ganz wild darauf, ein paar Schweine zu züchten. Verstehst du? Black, hör mir zu! In solchen Fällen darfst du dich nicht wie ein Trampel verhalten. So ein Schwein verfügt nämlich über eine vortreffliche Wahrnehmung. Wenn du dich annähern, drückt ZR, um dich zu ducken und pirscht dich mit Hilfe von L ganz langsam behutsam an. Langsam und behutsam. Auch ein guter Trick ist es, sie mit etwas Futter abzulenken. Oh ja, geiler Arsch. Oh, geiler Arsch. Oh, Arschschnüffeln. Digga, ich hab's Black, halt nochmal ZN und sprich mich dann durch Drücken von A und versuch es. Wer? Du? Oder wer? Ach, der Opa. ZR. ZL. So. Sehr gut ausgezeichnet, du bist ein kluger Junge. Es handelt sich hierbei um die Zielerfassung, die uns, ja, das kennen wir auch aus anderen Spielen. Kehre doch einmal die Leiter dort hoch und besuche mich in meinem Zimmer. Das ist aber ein wirklich furchtbarer Lärm. In letzter Zeit sich entfernt Dinge nicht mehr so gut. Ich werde alt, zu alt. Okay, wir sollen hier hochklettern. Bist du der Vater Orca? Kannst du mir den Schwertkampf beibringen? Wie schnell doch die Zeit vergeht. Jetzt bist du auch in dem Alter, dieses Gewand zu tragen. Entschuldigung. Black, es stehen schwierige Zeiten bevor. Nur der Weise und Belesene wird bestehen. Wer weise werden will, muss jedoch zuerst lernen, den Lauf der Dinge und der Welt zu verstehen. Ich habe mich schon von Studien verschrieben, da warst du noch lange nicht geboren. Du bist ein kluger Junge. Ich war der Auffassung, ich könnte dir einiges beibringen, deswegen habe ich dich hergebeten. Die Lektion, die du an der Wand siehst, beruhen alle auf meinen lebenslangen Studien. Ich bin überzeugt davon, dass sie dir eine gute Lebenshilfe sein werden, also lies sie bitte alle mit größter Aufmerksamkeit durch.